Also vor der kleinen Kölner Filiale eines Weltkonzerns, McKinsey, stehen wir hier. Und diese Unternehmensberatung berät Unternehmen nach dem einfachen Prinzip mehr Gewinn mit weniger Personal. Erpressung von Beschäftigten durch Lohndumping gehört zum McKinsey-Prinzip. McKinsey hat auch enge politische Beziehungen, obwohl es sich so politisch neutral gibt, mit den Unternehmensparteien. Die damalige Regierung von CDU, CSU und FDP unter Helmut Kohl hatte McKinsey mit der Privatisierung der Bundespost beauftragt. Die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten wurden schrittweise verschlechtert. Teilzeit, Abruf und befristete Stellen wurden vermehrt. Ebenso der Einsatz von Leiharbeitern, Werkverträglern und scheinselbstständigen Subunternehmern. Der Krankenstand ist extrem hoch. Auf der anderen Seite stiegen die Gehälter, Boni und Zusatzleistungen für Manager, Vorstände und Aufsichtsräte. 2014 etwa ließ sich Vorstandschef Appel 9,6 Millionen Euro auszahlen. Klaus Zumwinkel bestätigte sich als Postchef gleichzeitig als nachhaltiger Steuerhinterzieher. Deshalb wurde er verurteilt und gab seinen Posten auf. Aus McKinsey-Kreisen kam keine Kritik am Verhalten des bekanntesten deutschen McKinsey-Zögling auf. Übrigens entsteht da die Frage, wenn Zumwinkel jahrelang und in großem Stil für sich selbst, ganz selbstverständlich, die Steuerhinterziehung organisiert hat, dann könnte das doch auch für sein Unternehmen Deutsche Post so gemacht worden sein. Doch dieser Frage sind unsere Staatsanwälte, Gerichte und auch Medien nie nachgegangen. McKinsey war Mitglied in der Hartz-Kommission und berät seitdem die Bundesagentur für Arbeit. Damit die Arbeitslosen knapp vor dem Verhungern am Leben gehalten werden, diszipliniert werden und als unterwürfige Reservearmee für Leiharbeitsagenturen zur Verfügung gehalten werden. Groß geworden ist der 1926 in Chicago gegründete Beratungskonzern während der 1930er Jahre. Damals bekämpften US-Konzerne wie Ford, General Motors und ITT die Reformen von Roosevelts New Deal. Der schützte erstmalig in den USA gesetzlich die Gewerkschaften und führte einen Mindestlohn ein. McKinsey bot sich durch seine behauptete ökonomische Neutralität als Gegenreformer an und baute seitdem weltweit seine Rolle als krude Konzernlobby aus. Die Rolle als Gegenreformer spielt McKinsey bis heute in Deutschland, in der Europäischen Union und weltweit. Dieses Geschäftsmodell hat in einer demokratisch gestalteten Wirtschaft und Gesellschaft nichts zu suchen. Ade McKinsey.